Sepp, ein rotzfrecher Comiczeichner, lässt seine Werke quer durch die Kunstgeschichte klabautern und lockt ein ganz neues Publikum ins Museum. Eine Reportage von Ursula Vergich. Hinter den ehrwürdigen Mauern des Kunstmuseums von Lille haben sich seltsame Figuren eingeschlichen und unter die Kunstwerke gemischt. Von der Frühgeschichte zur Gegenwartskunst, von den alten Römern bis zur Renaissance, nichts entgeht dem spöttischen Stift des Comiczeichners Sepp, der in Frankreich Kultstatus genießt. Diesen Rahmen müsste man etwas verschieben. Kurz vor Ausstellungsbeginn kümmert sich der Schöpfer des kleinen Rotzlöffels Titeuf um letzte Details. Das klappt gut. Diese Tätowierung ist unwiderstehlich. Auf Statuen zu zeichnen, ist der Traum eines jeden Bengels. Sehen Sie diese Schamhaare? Das war meine Lieblingssequenz. Schamhaare, Hinterbacken, inmitten der Kunstwerke fühlt sich Sepp wie ein Fisch im Wasser. Aber das war nicht immer so. Als Kind bin ich überhaupt nicht gern in Museen gegangen, denn das machte mir Angst. Ich fand es irgendwie trostlos, mir Werke von Leuten anzuschauen, die tot waren. Ich fühlte mich wie auf einem riesigen Friedhof. Um dieses Negativ-Image zu korrigieren, hatte Sepp die Ausstellung durch seine eigenen Kreationen bereichert, um Besucher anzulocken, die sonst nicht ins Museum gehen. Das Open Museum will das Interesse von Leuten wecken, die meinen, Museen seien nichts für sie. Wenn man von dem ausgeht, was das breite Publikum kennt, von der Massenkultur, dann kann man vielleicht Anreize dafür schaffen, dass sich jemand mit Werken auseinandersetzt, die er nicht unbedingt versteht. Dabei hilft ihm dann Sepp. Und als sich die Türen endlich öffnen, strömen die Besucher tatsächlich herbei. Für ein Autogramm ihres Idols, aber auch, um sich überraschen zu lassen. Es ist besser, wenn man auch Spaß hat. Vorher gab es hier nur Skulpturen, die etwas mit Geschichte zu tun haben. Aber jetzt sieht man hier witzige Dinge. Sepp rührt immer an gesellschaftlichen Tabus, die Erwachsenen und Kindern zugänglich sind. Man muss immer lächeln, wenn man von Hinterbacken redet oder wenn man welche sieht. Da reagiert man einfach. Und denkt vielleicht auch nach, denn Sepp entstaubt humorvoll altehrwürdige Traditionen und stellt damit auch die Frage nach dem Sinn der menschlichen Existenz, wie die großen Meister vor ihm.